Jo moin Leute, BrowserXL hier, herzlich willkommen zurück zur Retro Rampage. Und sieh mal einer Schau, was haben wir denn da? Das Spiel kennen wir doch, genau. Es handelt sich hierbei um Ninja-Missionen. Das Interessante dabei ist, ich spiele es heute tatsächlich zum ersten Mal auf dem Amiga. Ich habe es sonst bisher immer auf dem Atari ST gespielt unter 16-Bit. Und ich bin gerade ein wenig enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, denn die Atari ST-Version kommt mir ehrlich gesagt ein bisschen besser vor. Das macht aber nichts. Hallo, könnte ich mal... Ich hau auf den ein bis zum Gehen nicht mehr und... Gottes Willen, das dauert ja hunderte von Stunden. Da ein steht fest, ohne Waffen. Eieiei. Na, gucken wir mal. Ein Karateka. Nee, ist es nicht. Das ist auch ein Thug. Okay. So, zwei der Idols haben wir schon. Da sind wir am Shijo. Okay. Oh, das mochte er gar nicht gerne. Okay. Also muss ich anscheinend hier auch die richtige Angriffstaktik wählen. Interessant. So, drei haben wir. Was mich gerade ein bisschen wundert, ist halt eben, dass diese Leute hier, die Karateka sind. Oh nein! So ist aber auch. Okay. Hallo. Was soll denn das bitte? Ich hätte jetzt die eigentlich eher als die Thugs gesehen und die anderen als die Karateka. Aber gut, okay, meine Güte, wenn das halt eben so ist. So, gib mal ordentlich hier. Okay. Auch ein cooler Kick, den habe ich so noch nicht gesehen. Der scheint der Amiga-Version einzigartig zu sein. Noch einer von denen. Sehr gut, dankeschön. Der geht ja auch so ein bisschen wie Michael Jackson, nur vorwärts. Einsammeln hier. Genau, so macht es Spaß, wenn sich da hinterher nichts mehr bewegt. So, mal sehen. Ich glaube, vom Schrein aus ging es dann direkt wieder zum Tory in the Sea. Da müssen wir nachher hin. Da haben wir jetzt erstmal nichts weiter verloren. So, die Entrance Hall. Da gucken wir mal, was wir hier so haben. Ohohohohoho. Gleich zwei von euch. Ihr seid ja wahnsinnig. Gucken wir mal, was die rote Tür. Das hilft uns nichts. Okay. Dann müssen wir da durch. Gleich mal wieder raus. Machen wir die alte
Ich veralbere euch, wo ich kann, Taktik. Mist. Na, mal sehen, ob das was wird. Oh, 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 oh. Okay. Na gut, einer geht noch, komm schon. Kann ja nicht sein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich wirklich jetzt, also, nö. Ich meine, das Game, wir haben das Game ausführlich besprochen an der Atari Retro Rampage unter dem 800er. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, die Atari ST-Version gefällt mir um einiges besser. Und... was? Hallo? Das Ding hatte ich getroffen? Und ganz seltsam, muss ich ganz ehrlich gestehen. Stopp. Haben wir ja sogar schon 4 Stück. Ist ja unglaublich. Also er schmeißt relativ großzügig mit den Dingern um sich, ist mir aufgefallen. Ich meine, die Grafik ist schon nicht schlecht, aber sie wirkt auf dem Atari ST feiner auch. Und die Musik war besser. Durch definitiv besser. Deswegen, ich werde sehen, ich habe es leider bis dato nicht geschafft, irgendwie Winston oder einen anderen Atari ST-Emulator vernünftig zum Laufen zu bekommen. Und das führt halt eben dann entsprechend dazu, dass bisher die Planung für Season 4 der Retro Rampage so ein bisschen in den, wie soll man sagen, ich würde nicht sagen Startlöchern, aber eigentlich eher nach wie vor in den Kinderschuhen steckt und es geht nicht wirklich voran da, weil wir halt eben wirklich das Problem haben, dass... Oder ich das Problem habe, sagen wir es mal so. Ich habe das Problem, dass ich nicht... Ach, da ahnen Sie es ja nicht. Ja, selber schuld. So. Läuft. Also, ich habe halt einfach das Problem, ich kriege sie nicht vernünftig zum Laufen. Und das ist halt eben schade. Ah, okay, na ja, gut, kämpfen müssen wir doch. Oh, cool. Und deswegen ist die halt eben erstmal leider auf Eis. Das ist schade, aber ich kann da nichts mehr machen. Wenn mir was einfällt, dann... werden wir das nochmal tun. Ich werde mich auch nochmal durch verschiedene Emulatoren arbeiten, aber bisher sieht es nicht gut aus. Gucken wir mal. So, wie sieht's hier aus? Oh, es füllt sich.
Gut. Ach, meine Bodenarbeit zahlt sich aus hier. Kura. Oh nein, Leute, warum? Was? Ach so, nee, da hatten wir ein Messer reingeschmissen. Naja, okay. Nee, das muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt ein bisschen enttäuscht. Wenn ihr Lust habt, guckt euch doch durchaus nochmal Ninja auf dem Atari 8-Bit an. Irgendwie fand ich, hatte das da sogar mehr Dynamik und es war tatsächlich auch besser zu spielen. Unglaublich. Also da hat Mastertronic nicht unbedingt ein Meisterstück abgeliefert. Die haben noch diverse andere Ports gemacht vom Atari und C64 auch. Hin zu 16-Bit-Maschinen, also sowohl für den Atari ST als auch für den Amiga. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da haben sie mich mehr überzeugt schon mit anderen Titeln. Der hier hat leider echt nichts getaugt. Das ist schade, wirklich. Das war, muss ich ganz ehrlich sagen, fast noch das Beste mit hier. Also ein richtig schönes, schickes Titlescreen, aber mehr... Da fehlte denn noch so ein bisschen was. Ich meine, das Spiel hat sich nicht schlecht gespielt, keine Frage. Aber da gab es wesentlich ambitioniertere 16-Bit-Titel, sowohl auf dem ST als auch auf dem Amiga. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber so sieht es nun mal aus. Und in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Teil der Retro Rampage. Bis denn, ich bin raus. Macht's gut. Ciao.